Ich grüße euch. Heute geht es im ersten Teil um den Start des großen REMF-Testes. Im zweiten Teil werden ein paar REMF-Ladegeräte versucht an Mann zu bekommen. Mal gucken, ob das klappt. Und im dritten Teil können wir vielleicht schon ein bisschen Zukunftsmusik erahnen, wie es eventuell nach dem REMF weitergeht. Da haben wir dann vielleicht schon einen würdigen Gegner für ein REMF. Aber es muss erst noch entwickelt werden. Also bleibt dran, bis gleich. Hallo mal wieder. Jetzt ist es endlich soweit. 10 Jahre haben wir drauf gewartet. Ungefähr 2012, 2013 ist der REMF Charger zu uns gekommen. Hat den der Lippi aus Krimitschau gefunden. Wir haben den 10 Jahre lang auf Herz und Nieren getestet. Aber was im Endeffekt die allerbeste Konstellation von dem ist, meine Heißklebepistole ist noch an. Moment, die muss ausgemacht. Was die allerbeste Konstellation ist, da möchten wir nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass wir die gefunden haben. Da möchten wir euch die Chance lassen, auch damit zu machen. Und das heißt, bis zum 22.02. habt ihr die Möglichkeit, euren allerbesten REMF-Charger dem Libby zu schicken und der testet ihn und nimmt den im Vergleich zu den ganzen anderen REMF-Chargern, die da eingesandt wurden. Das Video, ein offizielles Einladungsvideo, das gibt's hier. Ihr könnt jetzt draufklicken oder ganz am Ende des Videos wird es auch nochmal verlinkt. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich selbst auch mit starte. Höchstwahrscheinlich schon, aber dann glaube ich, nimmt Libby einen REMF-Charger, den ich ihm schon mal zusammengebastelt habe. Extra dafür werde ich keinen zusammenbasteln, sondern meine REMF-Charger, die müssen jetzt erstmal wieder Kohle bringen. Das sind sie nun. Die Ladegeräte, die jetzt an den Mann gebracht werden sollen. Oder besser gesagt, die Ladegeräte, die übrig geblieben sind von den Ladegeräten, die ich eigentlich verkaufen wollte. Ursprünglich hatte ich da nämlich vorgehabt, eine Whitehead REMF-Charger-Produktion zu machen, um dieses Q-Thema so ein bisschen zu würdigen. Aber irgendwie sind meine Whitehead-Ladegeräte irgendwie ganz unentgeltlich meistens irgendwie an den Mann gekommen und da hängen geblieben durch irgendwelche Zufälle und verrichten jetzt unentgeltlich ihren Dienst dort. Weil dieses ganze Thema mit Q und was da dahinter hängt sowieso ziemlich, naja, ich sage mal so, im Nachhinein hatte ich dann echt ein schlechtes Gewissen, dann mit diesem Werbeaufhänger Geld machen zu wollen. Ne, weil da geht es ja schon um Themen, da ist Geld echt überhaupt nichts mehr wert. Ja, das ist das Einzige, was davon übrig geblieben ist, von der Whitehead REMF Charger Produktion. Das waren 5 Ladegeräte ursprünglich, die alle ein bisschen anders aussahen, aber alle eine weiße Kappe hatten. Das kommt jetzt doch mit an den Mann. Die anderen 3, 4, wie gesagt, die sind woanders am Diensten, also am Rumladen. Wir haben jetzt zur Auswahl. Ja, wo fangen wir denn am besten erstmal an? Wir fangen mal beim Allersimpelsten an. Wir fangen mal bei dem hier an. Mir ist neulich zugetragen worden, dass die Leute es auch gern haben würden, wenn die Schaltung offen zu sehen ist, dass man sie nachbauen kann. Das ist jetzt die erste Version davon mit einem 4,6 Ampere 18 Volt Netzteil. Nur mit einer Spannungsanzeige, dafür mit 3 umschaltbaren Leistungsstufen, wo jeweils einmal LED-Vorwiderstand, ein hoher Vorwiderstand, niedriger Vorwiderstand zugeschalten wird. Und das war es dann eigentlich schon gewesen. Hier hinten dran ist noch ein Solarpanel-Anschluss. Da kann man dann extra noch ein Solarpanel anschließen. Und so schaut es im Betrieb aus. Ja, voll toll. Da ist mir beim Anschließen davon, habe ich jetzt gleich mal Plus und Minus verwechselt. Und da ist mir die 10 Ampere Kfz-Flachsicherung gekommen, die hier vorn drin eingebaut ist. Jetzt habe ich leider keine 10 Ampere Sicherungen mehr da. Das heißt, es wird ohne Kfz-Sicherung ausgeliefert und somit kann ich es gleich als Bausatz anbieten. Ist vielleicht auch nicht ganz so verkehrt. Ja, da müsst ihr euch dann selber mal eine 10 Ampere oder 7,5 Ampere Kfz-Sicherung besorgen, was sicher kein Thema sein wird.
und die wird dann einfach hier vorne reingesteckt, wo jetzt noch die 15 Ampere Sicherung steckt. Und los geht's. So, das Ding, das geht erst los, wenn der Stecker reingesteckt wird. Da ist nämlich kein extra An- und Ausschalter dran, es ist ganz simpel gemacht. So, dafür geht die Spannungsanzeige gleich an, also kann man bis maximal 30 Volt hält das Ding aus, aber ist ja sowieso noch für 12 Volt Batterien gedacht. Und jetzt wird der Stecker mal reingesteckt. Mal gucken, was es sagt. Okay. So klingt's und das ist der normale LED-Modus. Also der Modus, wo am wenigsten Ampere reinfließen. Wir gucken jetzt mal, wie viel es sind. 700 mA sind es. 600 mA. So, jetzt schalten wir mal eine Stufe höher. Da hat er schon 6 Ampere und bei der Stufe lasse ich es jetzt auch schon. Da brauche ich gar nicht noch eine Stufe höher schalten. Ja, also 6 Ampere hier, ihr seht es auf der Zange, 6 Ampere bringt es rein. Klingt auch richtig schön und haut die Batterie richtig schön voll. So. Die höchste Stufe könnt ihr dann erst einschalten, wenn die Batterie, die ist jetzt wirklich sehr leer, die Batterie. Ne? Die habe ich leer gezogen, so 160 Ampere allowen Batterie. Aber um das mal richtig zu demonstrieren, was die RMF Charger im Höchstfall liefern. So, also 6 Ampere hält er ohne weiteres stundenlang aus. Dafür ist der Lüfter ausgelegt, dafür sind die Dioden ausgelegt. Das macht er einwandfrei mit. Ihr müsst dann halt nur aufpassen, wann die Ladeschlussspannung erreicht ist, weil ein Ladeabschaltmodul ist hier bei der Version nicht mit verbaut. So, wen nehmen wir als nächstes? Solange die Batterie noch halbwegs leer ist, nehmen wir als nächstes mal diesen Kollege da. So, könnt ihr es euch im Detail nochmal angucken. Hier könnt ihr dann eure eigenen Kabel anschließen. Sicherung muss reingemacht werden. Und so schaut's aus. Das ist jetzt der Holz-RMF. Ne? Also den findet ihr dann unter dem Stichwort Holz-RMF. Ist hier unten im Infoteil auf YouTube alles auch nochmal verlinkt. So, das ist der nächste. Das war ursprünglich mal ein DIA-Projektor, glaube ich, war das gewesen. So ein tschechischer DIA-Projektor oder russisch. Bin ich mir gar nicht so sicher. KP8, wenn das wirklich KP heißt. Der ist jetzt umgebaut worden als RMF. Da war nämlich ein 12 Volt 4 Ampere Netzteil drin gewesen. Ein Trafo, der von 220 Volt auf 12 Volt die Spannung eben transformiert. Und da wir hier 230 Volt Netz haben, bringt der, wenn man jetzt 230 auf die 220 Volt Seite draufhaut, ein bisschen mehr als 12 Volt auf der Sekundärseite raus. Und die Oberwellen reichen aus davon, dass man sogar eine Batterie vollladen kann. Allerdings muss ich sagen, ist der hier für so 20 Ampere-Stunden Batterien ausgelegt. Also bei der 160 Ampere-Stunden Batterie hier hinten, da müsst ihr 2-3 Wochen dranbleiben. Die würde auch voll werden, aber ab 12,8 Volt haut es dann ungefähr nur noch so 700 mA ungefähr rein. Und das ist zum richtig Vollladen von großen Batterien natürlich nicht so gut, aber für kleine, wie gesagt, bis 20 Ampere-Stunden, 30 Ampere-Stunden, auch lass es 40 Ampere-Stunden sein, kann er das wunderbar handeln. Und in den unteren Spannungen von der Batterie wiederum kann er die 4 Ampere schon liefern. Ich bin ja selber mal gespannt, wie viel er jetzt liefert bei der leeren 160 Ampere-Stunden Batterie. Und wenn man 75% oder 50% der Ladung in den Akku reinbekommt, halbwegs fix mit 3-4 Ampere, dann ist das ja auch schon mal was. So, und hier muss man keinen Knopf drücken, sondern hier muss man einen Stock ziehen. Und dann geht er an. Ach nein, Moment, erstmal einen Stecker reinstecken. Wieder dasselbe. So, aber hier ist jetzt ein Anschalter dran, und zwar ist der hier hinten. Und das zeige ich euch dann gleich nochmal. Stecker ziehen und los geht's. Okay, war schon ein bisschen euphorisch mit 3-4 Ampere in unseren Voltzahlen. Er ist ganz moderat bei 1,6 Ampere ungefähr. 1,6, 1,7 Ampere. Ja, wie gesagt, bei 12 Volt hat er dann ungefähr noch 1 Ampere oder 1,3 Ampere. Und bei 12,8 Volt haut er dann noch ungefähr so 700, 800 Milliampere rein.
Und je voller er dann wird, desto weniger Milliampere werden es. Und deshalb braucht er auch keine Ladeabschaltung. Also hier könnt ihr wirklich die Akkus zur Erhaltungsladung dran lassen, ewig sozusagen. Weil bei 14,8 oder 15 Volt haut er dann ungefähr noch so 100 Milliampere rein. Von daher kann man hier die Ladeabschaltung getrost weglassen. Und ja, je nachdem, vielleicht braucht es jemand. Ich habe ihn oft im Einsatz gehabt, jetzt ist mal Zeit, dass ich was Neues bastel und dass ihr ihn bekommt. Hier an dem ist zusätzlich noch ein Solaranschluss dran, da könnt ihr mit maximal 25 Volt und 4 Ampere drauf gehen. So schaut das Teil dann von hinten aus. Und hier ist der Stock, wo ich gesagt habe, ihr müsst dann einen Stock aus dem Arsch ziehen. Blub, und dann geht's los. Und dann rennt er. So. Der braucht auch keine aktive Kühlung. Also ist ohne Lüfter. Also der Lüfter ist nicht angeschlossen. Den könnt ihr selber anschließen, wenn er hier dieses Blechding aufmacht. Ist hier oben dann der Trafo für den Lüfter. Das ist noch das Original, die Original-Lüftereinheit. Eingebaut und die könnt ihr dann einfach an die Lüsterklemme anschließen, die ich da daneben gelegt habe. Und dann könnt ihr den auch in der Sahara bei 60 Grad Umgebungstemperatur noch laufen lassen, würde ich mal behaupten. Jo, aber ansonsten hier in unseren Gefilden, da hält er auch, wenn 4 Ampere gezogen werden sollten, alles wunderbar. Nur mit diesem Passivkühler hier hält das da aus. So, hier ist eine Festsicherung verbaut, eine 7,5 Ampere Festsicherung, und wenn die mal kommen sollte, falls ihr hier von Plus und Minus aus Versehen verkehrt rum anschließt, dann müsst ihr die halt auslöten und eine neue einlöten oder halt einfach zusammentüdeln und euch dann sicher sein, dass es richtig anschließt, weil beim nächsten verkehrt rum und anschließen kommt dann nämlich die Schaltung, die hier drin eingebaut ist. Na? Gut, okay. Dann ist das der DIA-RE-EMF, weil es mal ein DIA-Projektor gewesen ist. Ja, könnt ihr dann auch hier so rumklappen und dann hier so durch die Kante tragen. Und dann, wenn ihr ihn irgendwo hinstellen wollt, das wieder runter machen, dann kommen hier unten die Füße raus. Und dann steht er so ein bisschen schräg und ihr könnt vorne das Display besser ablesen. Gut, okay. Das war der zweite Streich. Den nehmen wir als Nummer 3. Nehmen wir mal diesen Kollege hier. Das ist jetzt auch ein Passiver. Hier ist auch kein Lüfter eingebaut. Das hier oben ist einfach nur ein Schutz, damit keine kleinen Dinge da auf den Trafo fallen. Ja, hier an der Seite kann zur Not ein bisschen was reinfallen. Da fällt es nicht direkt in die Wicklung vom Trafo. Aber hier musst du unbedingt was drüber, dass es eben nicht passiert. Und tja, ansonsten ist er auch ohne Ladeabschaltung, müsste also aufpassen, ob die Ladeschlussspannung erreicht wird von dem Teil und schafft, wie gesagt, so 5 Ampere maximal und ist für 12 Volt Batterien ausgelegt. Der hat zwei Stufen, hier unten könnt ihr zwei Stufen einstellen, wenn er mit einem Schraubenzieher reingeht, oder bei manchen reicht auch der Fingernagel noch. Ja, da könnt ihr einmal die LED-Stufe einstellen, die ich jetzt mal drin lasse. LED als Vorwiderstand, die leuchtet dann hier oben, und wenn er rüberschaltet, dann habt ihr volle Pulle drin. Ja, dann könnt ihr auch mit 2, 3 Ampere dann bei 13,8 Volt eure Batterien noch bis 14,8 Volt hochrütteln, sodass richtig Ampere fließen. Aber wie gesagt, dann halt schön aufpassen auf die Ladeschlussspannung, damit ihr die nicht zu sehr freizockt. So, mal gucken, wie der jetzt funktioniert, wie der hier ausschaut. Ah ja, die Kaltgerätekabel, die müsst ihr immer selber noch ranmachen. Die werden von mir auch nicht mit dazu geliefert. Steht dann aber auch noch mit in der Beschreibung dazu. Okay, so, drin steckt's. Da haben wir's. Einschalten. Okay, und da rennt ordentlich los. Ist auch nichts an der Anzeige, weil hier habe ich die Anzeige so eingebaut, dass sie ewig hält. Je weniger die betätigt wird,
desto länger dürfte die halten. Jetzt sind wir bei 11,7 Volt und 2,7, 2,8 Ampere. Mal gucken, was er maximal bringt, wenn ich hier rüber schalte. Okay. Ja, weil da sind wir doch an unseren 5 Ampere schon fast dran, 3,8 Ampere. Ja, da müsste sich dann auch voller fressen, je länger ich da jetzt dran lasse. Und vom Ton her hört er schon. Ach, das war ja hier noch das Spezielle. Genau, der Ton ist jetzt viel niedriger, weil ich hier einen Schlitz in den Ferrit reingeflext habe. Ja, mit der Mini-Flex. Es hat ein paar Minuten gedauert, weil das ist übelst hartes Material. Muss man aufpassen, dass es nicht springt. Aber hier hat es funktioniert. Hier habe ich den Schlitz reingebracht, ohne dass der Ring gesprungen ist. Und da denke ich immer noch, die bringen die schönsten Pulse, weil die am niederfrequentesten sind. Ja, ihr hört das jetzt vielleicht. Ja, das ist so ein richtiges schönes. Okay. So. Das war genau das Spezielle an dem hier, was den so besonders macht. Dieser Ferrit mit dem Schlitz. Und auch hier ist es der Fall, dass ich den ohne Sicherung ausliefer. Hier ist nämlich auch nur eine 15 Ampere Sicherung drin, weil ich keine 10 Ampere mehr da hatte. Alles da gehabt, bis auf Sicherungen habe ich vergessen zu bestellen. Naja, also wie gesagt, dann mache ich die hier raus und dann müsst ihr selber eine Sicherung einsetzen und dann übernehmt ihr nämlich die Verantwortung dafür, dass das so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und ich bin schön raus aus dem Schneider, wenn man das so sagen kann. Okay. Das war der CD-REMF, ne? Weil da eine CD drauf ist. Jawohl. Ich sage es mal, es ist eigentlich eine DVD, aber das ist der CD-REMF, ne? So, so ein bisschen altmodisch. Dann nehmen wir uns jetzt mal den Whitehead vor, würde ich sagen. So, hier ist das Kabel schon mit dran. Normaler Euro-Stecker. Lang genug. Und mal gucken, wie der funktioniert. So, und wir fahren los. Hier ist eine Ladeabschaltung mit verbaut. Die Ladeabschaltung ist momentan auf 14,8 Volt eingestellt. Und es gibt ja zu jedem Ladegerät nochmal eine extra Beschreibung. Da muss ich jetzt nicht alles erklären, wie die Ladeabschaltung hier einzustellen ist. Wir wollen mal gucken, wie er klingt. Das interessiert uns mal. So, dann fahren wir hier mal hoch. Also schon an der maximalen Grenze. Und wir fahren jetzt mit ungefähr, wo sind wir da? 1 Ampere. 1 Ampere ungefähr effektiv. Das ist jetzt praktisch die Stufe, wo man hier stufenlos die Spannung einstellen kann. Hier kann man praktisch von 0 Volt oder 1 Volt bis 13, 14 Volt alle Akkus laden, die man möchte. Aber da man ja Autobatterien nicht nur mit einem Ampere maximal laden will, habe ich da noch einen Schalter eingebaut, der mir jetzt den Step-Up einfach überbrückt. Und jetzt gehen wir direkt mit dem Trafo rein und da sehen wir jetzt schon, jetzt sind wir bei 2 Ampere effektiv und 2 Ampere arithmetisch und 3 Ampere effektiv. Also hier nach dem Messgerät. Das frisst sich jetzt auch immer voller. Jetzt geht es schon ein bisschen los. Ich würde mal sagen, würde ich das jetzt so 5 oder 10 Minuten dran lassen, wird es bei 3 oder 4 Ampere ungefähr sein. Ist also auch ein 12 Volt, 5 Ampere maximal, also dafür ist der Trafo ausgelegt, 12 Volt, 5 Ampere REMF Charger. Und hier eben mit Ladeabschaltung auch passiv gekühlt, dass keine Lüftergeräusche nerven. Oder dass die Gefahr besteht, dass der Lüfter ausfällt. Dafür ist er ausgelegt. Und falls ihr
6 Volt Batterien mit diesem, ach Quatsch, das brauche ich jetzt nicht erklären. Das mache ich dann im extra Erklärvideo von dem Ding hier. Ja, da müsst ihr halt aufpassen, dass er nicht über 7,5 Ampere kommt, weil dafür ist die Sicherung ausgelegt. Ne, ihr könnt dann, da ist ein Step, Step Down ist drin, der schafft 15 Ampere maximal. Ne? Wenn man da mit 5 Ampere und 12 Volt reingeht, dann könnt ihr schon 10 Ampere dann auf so eine 6 Volt Batterie draufhauen. Und mit 10 Ampere würde ich nicht fahren, ne? Also maximal 5 oder 4 Ampere einstellen und da dann gut sein lassen. Ne? Hält das auch durch von der Temperatur her. Ansonsten ist ein Temperaturschalter mit auf dem Trafo eingebaut. Gut, das war der Whitehead. So, dieses Teil hier. Wo geht es überhaupt einzuschalten? Ach, hier vorne. Dieses Teil hier ist ein DC Power Supply. 0 bis 30 Volt und 0 bis 3 Ampere. Also ein einstellbares Spannungsnetzteil, wo man den Strom und die Spannung selber fein einstellen kann. Und am Output dessen ist eine RMF-Charger-Schaltung. Und diesmal ist die RMF-Charger-Schaltung so gestaltet, dass man sie wirklich 1:1 nachbauen kann. Also da ist wirklich, ich kann ja mal hier drauf gucken. Hier seht ihr es, da ist alles genau so. Hier ist auch ein Schlitz, hier habe ich auch einen Schlitz in den Ferrit reinbekommen. Der macht auch schöne tiefe Frequenzen und ist alles so gemacht, dass man es 1:1 nachbauen kann. Hier vorne ist die Sicherung drin und mal gucken, wie das so klingt. Bei 1,3 Ampere. Moment, hier gehört nämlich noch ein Netzteil ran, was hier oben für die Spannungsversorgung ist. Tatsache, wir sind schon bei 1,4 Ampere. Aha. Dafür klingt er ziemlich niedlich, muss ich sagen, jetzt mal. Bauen wir mal ein bisschen der Ampere hoch. Ich gehe mal mit der Spannung auf. 15 Volt. 15 Volt und voller Ampere. Cool. Schön. Also hier steht 15 Volt, hier steht 2,78 Ampere. Dann hat er mir jetzt 3,1 Ampere raus. Ja, cool. Gar nicht schlecht. Aber vom Ferrit, siehst du, da kann man nichts. Also da geht jeder RMF geht anders. Ne, da, also der macht wieder eine ziemlich hohe Frequenz jetzt. Naja, okay. Nichtsdestotrotz funktioniert der trotzdem und macht seine Sache. Ist das Quietschen halt nicht ganz so nervig, weil es ist ja ziemlich leise, ne? Und ja, hier kann man wunderbar fein selbst die Ampere und die Spannung einstellen, wie man es braucht. Hier bin ich mit dem Vorwiderstand auf, ich glaube, das müsste so ein 30 Ohm Vorwiderstand sein, glaube ich, den ich hier eingebaut habe. Und da muss man auch nicht in der Inputspannung sehr viel höher gehen. Da reichen 15 Volt oder 16 Volt dann aus, die man hier einstellen muss, damit die 2 bis 3 Volt Spannungsdifferenz hergestellt sind zum Akku, damit der RMF ordentlich schwingen kann. Ja, und auch hier ist jetzt keine Ladeabschaltung mit dabei. Ja, da könnt ihr ja dann hier, wenn ihr jetzt hier auf 15 Volt eingestellt lasst, dann wird da nicht mehr als 15 Volt geladen. Und
dann brauchen wir den ganzen Schnickschnack mit der Ladeabschaltung hier auch nicht. Ja, das ist einer zum Nachbauen. Tja, dadurch hier MacVoice draufsteht, ist das jetzt halt der MacVoice Re-EMF. Ja, falls ihr den erwerben möchtet, geht bis 30 Volt und 3 Ampere. Und hier an der Stelle sitzt der Vorwiderstand. Ja, wenn ihr hier in Reihe dazu noch ein Potentiometer einlötet, so von 500 Ohm oder 1 Kilo Ohm, könnt ihr den dann auch noch im Vorwiderstand so fein einstellen, wie ihr das gern möchtet. Aber der ist ja sowieso Open Source sozusagen. Da kommt ihr an alle Anschlüsse wunderbar ran und könnt probieren, wie ihr möchtet, um für euch das Beste rauszufinden oder den hier noch ein bisschen zu tunen, falls der euch nicht gut genug gehen sollte oder falls euch da noch was anderes einfallen sollte. So, das ist der MacVoice Re-EMF. Alles klar. Und jetzt, last but not least, an dem Ding hier. Da habe ich Nerven gelassen, das kann ich euch sagen. Das war ursprünglich, was war denn das eigentlich, ein Bosch Ladegerät für Bosch Akkus von solchen Akkuschraubern. Und das war eine Herausforderung für mich, hier einen richtig schönen Re-EMF reinzubasteln mit Ladeabschaltung. Ladeabschaltung ist hier. Und wie der funktioniert, da bin ich ja selber mal gespannt, wie der bei der leeren Batterie hier funktioniert. Ich habe bisher nur an vollen Batterien ausprobiert und da ging er schon ganz gut los. Und mal gucken, was er hier Sachen tut. Der Gute. So. Hier ist die Sicherung hier verbaut, also ne, normale Feinsicherung drin. Und auch wenn die Kabel nicht so aussehen, da gehen wirklich 5 Ampere durch. Ob man es glaubt oder nicht. So. Auch hier, der ist so eingestellt, dass die Anzeige gleich losgeht, ohne dass das Netz eingeschalten ist. Und jetzt schalten wir das Netz mal hinzu. Was ist das? Nee. Was ist das? Ja, okay. Also Schalter auf 1. Das erste Mal selbst eingeschalten, den Schalter. Den hatte ich nämlich das erste Mal nicht dran. So, und dann ist er erstmal immer noch aus. Na, und dann kann man hier auf einschalten, wenn man nach oben geht. Und dann hat er jetzt schon 2,9 Ampere. Einwandfrei. So, das ist volle Pulle oben an. Wenn man nach unten schaltet, hat man die halbe Pulle sozusagen. Und dann hat man hier auch nochmal, also Hauptschalter, volle Pulle, halbe Pulle und dann der Zweitschalter. Das ist jetzt, glaube ich, halbe Pulle. Das ist ganz minimal. Und das ist volle Pulle. Also halbe Pulle. Ja, gut, da mache ich dann auch nochmal ein extra Video drüber, ne? Für denjenigen, der das dann erwirbt. Jedenfalls hat man hier tausende Einstellmöglichkeiten, wie man den Akku laden möchte, und extra noch ein Potti dran, was wir dann mal gucken, wie weit es geht jetzt. Ich bin mal selber gespannt. 3 Ampere, 3,5 Ampere, bis maximal 5 Ampere habe ich drauf geschrieben. Maximal 5 Ampere hält er auch aus, wenn man dann höher als 5 Ampere kommt, geht meistens die Selbstabschaltung vom Netzteil rein. Und falls die mal nicht reingehen sollte, dann treten wir mal bitte zurück. Dann schaltet mal bitte eine Stufe runter. Und nehmt einfach bis 5 Ampere. Auch wenn man 6 Ampere vielleicht schafft oder 7 Ampere, muss nicht unbedingt sein. So gut ist die Lüftung dann hier drin doch nicht ausgelegt. Und für alles kann ich die Hand ins Feuer legen, außer fürs Original Netzteil, was hier eingebaut ist, und das ist ein Hewlett Packard, wie das heißt, also ein HP-Netzteil, 18,5 Volt, 3,5 Ampere, und das ist eigentlich jetzt schon an der Kotzgrenze,
aber 4 Ampere am Output oder auch 5 Ampere am Output hält es auch noch aus. Ne? Ja, wie gesagt, die Abschaltung ist hier drüben eingebaut. Momentan auf 14,8 Volt eingestellt und 0 Volt, ne, ab 0 Volt könnt ihr die Akkus ranmachen. Ab 0,4 Volt geht das Ding erst los. Und ja, da saß ich Wochen drüber. Bald Monate, kannst du fast sagen. Schön leicht. Naja. Und lädt Batterien. No, das soll's ja. Alles klar. Seid ihr im Bilde, was ich so geschaffen habe, wo ihr auch was davon jetzt haben könnt. An dieser Stelle möchte ich mich gleich nochmal ganz recht herzlich bei den ganzen Unterstützern bedanken, die mir da auf PayPal monatlich 5 oder 10 Euro rüberwachsen lassen. Ich vergesse euch nicht. Ne? Ich denke da jedes Mal dran, wenn ich das sehe, und denke da jedes Mal dran, dass ich viel zu wenig Danke sage. Okay, alles klar. In diesem Sinne, haut rein bei der RMF-Challenge. Schickt dem Lippi eure RMFs, damit wir das Beste finden und es allen teilen können. Ne? Und dann gibt es nochmal eine schöne Bauanleitung und ich denke mal, dann sind wir erstmal durch mit der RMF-Geschichte. Was danach noch ansteht, das wird auch noch spannend. Das könnte man jetzt eigentlich mal mit am Ende noch mitmachen. Das würde jetzt ganz gut reinpassen. Mir wurde da ans Herz gelegt, ein Patent auszuprobieren, wo mittels Resonanz der Akku geladen wird. Ne, da gibt es irgendwie so eine MOSFET-Schaltung, so eine ganz simple. Und die wird dann drauf eingestellt auf diese auf die Frequenz des Akkus. Jeder Akku hat ja eine andere Resonanzfrequenz. Und wenn in diese Resonanzfrequenz geladen wird, sollen nochmal krasse Dinge möglich sein. So wie ich das jetzt theoretisch gehört habe. Aber bevor ich mich da praktisch ranwage, will ich erstmal das eine praktisch beenden, bevor wir uns dann in neue Abenteuer stürzen. Aber das schon mal als kleinen Vorgeschmack, was da vielleicht noch kommen könnte. Die ganzen Dokumente dazu, die gibt es hier jetzt nochmal. Ja, Claudius hat mich gebeten, die Schaltung zur Akkuresonanzbestimmung ihm mal zu bauen, aber dadurch, die ein MOSFET mit drauf hat und ihr ja wisst, dass ich mit MOSFET noch so meine Problemchen habe, habe ich das erstmal abgesagt. Jedenfalls wäre er bereit, den Aufwand für die entstandenen Kosten, die dabei entstehen, zu tragen. Ja, also wer da Bock hat, ihm dabei zu helfen, so eine Schaltung zu entwickeln. Also es sieht eigentlich relativ einfach aus. Hier ist das Schaltbild. Und hier unten drunter mal die ersten Ergebnisse. Hier ist das Patent dazu. Müsste mal gucken, ob er es findet. Mal schauen, ob ich selber einen Link noch irgendwo finde. Ich habe das als PDF zugeschickt bekommen und kann es schlecht irgendwo online stellen. Aber ich glaube, mit den Daten hier müsste es auch ausreichen, das Patent zu finden. Ist von 2008, also noch gar nicht so alt. Und ja, vielleicht hat jemand Bock von euch, sich dahinter zu klemmen und dem Claudius dabei zu helfen. Kontaktiert mich erstmal. Ne, meine E-Mail-Adresse findet ihr im Infoteil vom YouTube-Kanal. Ansonsten kann ich vielleicht Claudius dann später mal seine E-Mail hier online setzen, dass ihr euch direkt bei ihm melden könnt. Ja, ich bin da nicht ganz so gut im sofortigen, direkten Verteilen, weil mir kann es auch schon mal eine Woche oder zwei Wochen dauern, ehe ich meine Mails kontrolliere, je nachdem, was da so ansteht. Also, in diesem Sinne, macht's gut dabei.